So, jetzt gibt es noch ein Video zu ganz kurzen Tipps zur Platzierung. Es ist ja ziemlich einfach zur Platzierung. Ihr müsst erstmal immer nach vorne alles platzieren, bitte nicht da hinten. Das sind immer wieder Leute, die das machen. Ey, Ace, ich finde es gut, dass du vor hinten platzierst, aber das wird nie voll, daher immer vorne. Platzierung ist ziemlich einfach und wir gehen uns mal kurz spontan mal die Knoten durch. Dieses Video ist leider auf YouTube für die Community, für nur für unsere Allianz gepostet, weil es würde den Rahmen von Line sprengen. Also, first of all, also man sagt sich, das erste ist in die Bosse und da schauen wir uns die 51 an, Immun gegen Lähmung, physische Resistenz. Wir wollen entweder einen Champion verstärken, einen Verteidiger verstärken, was er schon hat, oder wir wollen ihm etwas hinzufügen, was er nicht hat. Okay, das macht den Knotenpunkt aus. Immun gegen Lähmung, das ist zum Beispiel in dem Fall tatsächlich jetzt fast keiner. Ne? Also von daher werden die Champions verstärkt. Aber hier jetzt zum Platzieren den Minister Sinister, das ist natürlich nicht so die feine Art, weil Minister Sinister ist zwar Dupli, aber der kann gar nichts. Okay. Hofis wäre besser zu platzieren, weil der Anhelios ist da viel böser, bösartiger als Bossgegner. Sentinel kann man ausdrücken, da er keine Unaufhaltsamkeit hat und daher ist er schon richtig so, wie er es platziert. Wobei, das kann man auch verbessern. Warum platziere ich meinen Anhelios nicht anstatt dessen von Hofi? Weil ich habe Suicide. So nennt man das in der Community. Das ist einfach einmal Bluten und einmal Vergiftung, damit man 60% Energie hat. Das habe ich jetzt also etwas optimiert, aber trotzdem, Suicide ist nicht dafür geeignet. Okay, also was können wir auf Platz auf 50 platzieren? Verdoppelte Bestimmung, Poli-Buff, L der Verteidigung und Angriff und Kampfstärke und Überdauern. Senkt Schaden um bis zu 20%. Hier ist es ganz klar, dass man da natürlich was anders platzieren kann und zwar den Vision. Nicht Vision, Void. Blablabla. Da der Void dann dadurch richtig fies ist. Das erkläre ich euch gleich. Dann haben wir hier Immunität gegen Blutrausch, verstärkte Immunität. Da könnten wir den Minister Sinister auch platzieren. Machen wir aber auch nicht. Der platzieren wir gleich woanders. Das zeige ich euch. Ich tue den mal jetzt komplett woanders setzen. Einfach mal so, damit wir den nicht im Kopf haben. Den Anhelios setze ich jetzt auch mal wo an, damit wir das im Kopf haben. So, Void machen wir hier. Warum machen wir Void hier? Weil Void, der hat ja seine Debuffs. Okay? Und seine Debuffs, die sind ja schon jetzt ziemlich stark. Aber wenn wir jetzt den auf Knotenpunkt 5, Node, also Node 50 platzieren, dann erhält er zusätzlich 50% Angriff plus 15% Kampfstärke, Blutrausch und Vergiftung, Rüstungsbruch zählen diesen Effekt doppelt. Wenn, also ergo, das Ausnahmeklausel, wenn ein Debuff auf ihm platziert wird. Was ist ein Debuff? Ein Debuff sind Blutrausch, Rüstungsdebuff, also Rüstungsbruch, Vergiftung oder Ermüdung oder Kraftzufuhr nach unten senken, das sind Debuffs. Und Debuffs sollte man niemals auf Void setzen, weil der macht das dann mit einem und der macht dann richtig fertig. Void ist hier noch schwach, er ist nur R4. Ein R5 Void oder ein 6-Sterne Void ist ziemlich böse auf dem Knoten bei den einfachen Leveln auf dem Node 50, also Knotenpunkt 50. Dann haben wir natürlich hier einen wunderschönen Knotenpunkt. Das ist der verbesserte Superkraft. Die verbesserte Superkraft kann nicht abgewehrt werden. Das ist eine, die ganz fies sein kann. Und die können wir mit Minister Sinister machen. Ja, können wir. Warum? Weil Minister Sinister ist ein Strahl. Und ein Strahl, und jetzt kommt es wieder in Einsatz, ein Strahl ist sehr schwer abwehrbar. Und da kommt dann der hier hin. Okay? Das ist nämlich der Grund, dass ich ihn vorweggesetzt habe, damit ihr nicht nachdenkt, dass euch das nicht irritiert. Okay? So, jetzt haben wir Noteput 47. Noteput 47 ist Immunität gegen Blutrausch. Und wann immer dieser Champion einen Debuff begegnet, gegen der immun ist, das heißt, wenn er immun ist, generiert er 33% des Kraftbalkens. Was heißt das eigentlich? Nun gut, ganz einfach erklärt. Nehmen wir mal an, das Ding wird da platziert. Das Ding wird platziert, man greift mit Venom an, sollte man nicht tun, man greift mit Venom an und man macht einen Hit, also einen Schlag auf den
auf das Ding, dann bekommt es 33% Kraftbalkenprozent. Warum? Weil, ergo, er ist immun gegen Blutrausch. Das Ding kann nicht bluten, es kann nur vergiften. Daher sollte man hier generell also etwas, also jemanden hinschicken, einen Champion, der einen Debuff generiert, ne, der nicht diese verstärkte Immunität garantiert. Und wie macht man das? Nochmal ganz genau. Wann immer dieser Champion einen Debuff begegnet, gegen den er immun ist. Also schicke ich was, wenn ich hier das Ding platziere, auf Node 47, dann schicke ich einen Champion mit Vergiftung. Denn dann wirkt diese verstärkte Immunität nicht. Logisch, oder? Denn dagegen ist ja nicht immun. Und was, wenn ich immun ist, kann er nicht einsetzen. Und was mache ich noch? Immunität gegen Blutrausch. Ich schicke auch keinen, der Blutrausch macht, weil dieser Champion, wie das Ding, wenn es auf 47 platziert ist, ist ja sowieso immun gegen Blutrausch. Und von daher ist es unlogisch, okay? Also, was schicke ich eigentlich da für Sachen? Hier kann ich immer Champions reintun, die immun gegen Debuffs sind. Und zwar gegen viele Debuffs. Umso mehr Debuffs ich Immunität habe, umso schlimmer wird der Champion, für dieser Verteidiger wird umso härter und schlimmer für denjenigen, der diesen Verteidiger angreift. Okay? Für den Angreifer. Das heißt ergo, ich kann tatsächlich sagen, ich kann entweder einen Dark Hawk platzieren oder ich kann einen Helios platzieren oder ich kann einfach sagen, hey, ich platziere einen Champion, den ich jetzt hier nicht habe, wer hat den hier jetzt mal hier? Was haben wir denn hier? Speedo. Oh, RS zum Beispiel. RS hat einen guten Champion. Ich platziere einen Champion wie diesen. Wo ist der jetzt? Dieser wunderbare Champion. Wo ist der? Dragonman. Ja, ich kann Dragonman da platzieren. Der ist immun gegen das Blutrausch. Ja. Und ist sowieso ganz fies. Und generiert sowieso Kraft. Dieser Champion wäre hier optimaler zu platzieren, auch wenn er jetzt nicht so stark ist bei RS, weil, ergo, Dragonman generiert sowieso automatisch Kraftzufuhr.